Kapitel 5. Nicht nur Freunde. Das altbekannte Piepen ertönte, als der Aufzug erneut die Chefetage erreichte. Wortlos trat Monagoras aus dem Fahrstuhl, Kell und Aurora dicht hinter ihm. Zweitere wirkte völlig unbeschwert und schien nicht dasselbe gesehen zu haben wie Kell. Oder hatte er es sich in seiner Müdigkeit nur eingebildet? Und doch fühlte es sich an, als wäre dieser Blick real gewesen. Alle drei befanden sich nun wieder in dem Büro, wo Amagaga immer noch saß. Seid ihr fertig mit dem Rundgang? Sie haben das Wichtigste gesehen, also ja. Amagaga wartete gar nicht auf eine Antwort des neuen Teams selbst. Gut, dann habt ihr noch Fragen. Wenn ja, stellt sie, wenn nicht, dann ist euer Team nun offiziell eingetragen. Euer erster Ligakampf wird in 4 Tagen stattfinden. Genauere Details werden wir euch bis dahin zukommen lassen. Bis dahin könnt ihr euch vorbereiten, trainieren und vielleicht andere Teams treffen. Gibt es gerade dringende Fragen? Monagoras blickte das Team mit einem unlesbaren Blick an. Doch Kell glaubte erneut einen Funken von Missachtung zu erblicken. Das bedeutet dann wohl nein. Dann geht und lasst uns arbeiten. Keines der beiden Mitglieder des Teams wollte widersprechen. Dementsprechend verließen beide sofort das Büro und traten erneut in den Aufzug. Also, was wollen wir jetzt machen? Ich will trainieren, wir wollen unseren ersten Kampf ja gewinnen. Ohne wirklich eine andere Idee zu haben, stimmte Kell einfach zu. Fahren wir dann einfach zu irgendeiner Trainingsebene und hoffen, dass gerade niemand dort ist. Ich hoffe eher, dass jemand dort ist. Gegen andere können wir viel besser lernen als nur gegeneinander. Scheinbar wahllos drückte Aurora auf einen der Knöpfe und der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung, um bald darauf zu stoppen. Zwar war diese Ebene, die Nummer 32, also nicht die 25, welche Kell bereits kannte, doch auf den ersten Blick hätte er glauben können, dass es dieselbe wäre. Nur ein eigenartiger Gegenstand, vermutlich irgendein Trainingsgerät, welches auf dem Boden lag, verriet, dass es sich wirklich um eine andere Ebene handelte. Und ganz nach Auroras Wünschen kämpften bereits 2 Pokémon im Ring. Fürs Erste beobachtete das Team Polanavatra den Kampf vor ihren Augen nur, auch wenn er nicht allzu spannend war. Die Spezies eines der beiden Pokémon erkannte Kell, und zwar die des unterlegenen Kämpfers, genauer gesagt der unterlegenen Kämpferin. Sie war ein weiß-rotes Zoroark mit langen Haaren, welches ein rotes Tuch um einen ihrer Arme gewickelt hatte. Von der grundlegenden Statur wirkte ihr Kampf und offensichtlich auch Teampartner ihr sehr ähnlich. Zwar kannte Kell Zoroark aus seiner Welt als schwarz-rotes Unlicht-Pokémon, wollte allerdings nichts hinterfragen. Es dauerte rund 1 Minute, bis Zoroark in den Risikobereich und sofort darauf aus dem Ring befördert wurde. Du wärst besser, aber trotzdem, trainier weiter, Zoroark, sonst schaffen wir es nie in die Königsliga. Erst jetzt schien das Team die Neuankömmlinge zu bemerken. Wer seid ihr beiden denn? Ein neues Team? Sonst hättet ihr kein Recht hier zu sein. Kell war recht froh, dass Aurora den Redeanteil in diesem Gespräch übernahm. Ja, wir sind Team Polanavatra. Wir sind neu in der Liga und wollten gerade unser erstes Training beginnen. Team was? Zum ersten Mal sprach auch nun Zoroark. Polanavatra. Altkasonisch. Es bedeutet Polarbrand, auch wenn es eigentlich kein Wort ist. Das Pokémon, welches das Team offensichtlich anführte, schien nicht begeistert. Ein altkasonischer Teamname. Das klingt für mich sehr nach Klugscheißern. Gehört ja auch zu diesen Teams, die der Liga beitreten in der Hoffnung, die Spitze zu erklimmen. Natürlich. Weshalb tritt man sonst der Liga bei? Aus weniger naiven Gründen. Und jetzt hört mir mal gut zu, ihr beiden. Wenn ihr euch nicht abhärtet, geht ihr in der Liga unter. Dann erreicht ihr nicht mal die Oberliga, sondern verschwindet in den Tiefen bei den Amateuren. Hier gewinnt man nicht mit Träumen und gutem Willen. Das heißt nicht, dass man es nicht versuchen kann. Und das werden wir. Ein wissender Blick vom eigenartigen Pokémon fiel zu Zoroark. Unser Begrüßungsritual? Ihr Gegenüber nickte bloß. Also dann noch einmal von vorne.
Ich bin Seraora, Teamleiter von Team Slash, bestehend aus Zoroark und mir. Wir stehen derzeit auf Rang 92 der Berelischen Liga. Kel dachte an Monagoras Vortrag zurück. Rang 92 müsste das Team im oberen Bereich der Oberliga platzieren. Wenn ein neues Team der Liga beitritt, sind wir auf der Empfang. Wir geben einen ersten Eindruck in einem kleinen Trainingsduell. Wollt ihr vielleicht auch eine Runde probieren? Bevor Kel überhaupt über sein schlechtes Gefühl nachdenken konnte, hatte Aurora dem Duell bereits zugestimmt. Klar! Ein schadenfrohes Grinsen erschien auf Seraoras Gesicht. Sehr schön, dann besprecht euch und wir legen los. Die ersten Gegner des neuen Teams begaben sich zur anderen Seite des Ringes, während Kel seine Meinung gegenüber Aurora preisgab. Warum zur Hölle willst du gegen dieses Team kämpfen? Erstens sind sie alles aber nicht sympathisch und zweitens sind sie komplett über unserem Level. Dir ist bewusst, dass ich noch nie in meinem Leben gekämpft habe. Es schien für Kel nicht, als würde Aurora seine Probleme irgendwie nachvollziehen können. Natürlich weiß ich das, aber wer hat denn behauptet, dass wir uns in Trainingskämpfen auch nur ansatzweise bewähren müssen? Wenn wir gegen ein deutlich stärkeres Team kämpfen, dann können wir uns vielleicht etwas von ihnen abgucken. Also geh einfach in den Ring, gib dein Bestes und du wirst sehen, es wird nicht schlimm. Es wird nicht schlimm. Ich habe keine Möglichkeit, mich irgendwie zu wehren. Ich kenne keine Angriffe, Aurora. Verstehst du das? Irgendwelche Angriffe kann jeder. Kämpf einfach aus Reaktion heraus, oder? Soll ich die erste Runde übernehmen, fühlst du dich dann besser? Im ersten Moment wollte Kel ablehnen, sagen, dass es ihm völlig egal sei, ob er nun als erstes oder zweites antrat. Doch er entschied sich dagegen, da er so die Chance hatte, die Lage erst einmal zu analysieren. Seid ihr beiden dann fertig? Können wir anfangen? Gut, dann macht das. Aurora trat in den Ring, Zoroark auf der anderen Seite. Die Chance lag bei 50%. Schade. Seraora wollte doch eigentlich gegen dich antreten. Hab ich mir gedacht. Also, legen wir los? Zoroark antwortete nicht mit Worten, sondern mit dem ersten Angriff des Duells. Ein normaler Spukball, der Aurora recht deutlich verfehlte. Sofort sprintete sie nach vorne mit dem Ziel, ihre Gegnerin sofort in den Risikobereich zu tackeln. Tatsächlich traf sie ihr Ziel sogar. Jedoch war der Angriff nicht stark genug, um Zoroark über eine irgendwie relevante Distanz zu bewegen. So musste sich Aurora von ihrem eigenen Schlag erholen und war vollkommen verletzlich, was ihre Gegnerin natürlich augenblicklich ausnutzte. Ein einziger gezielter Krallenhieb schoss Aurora über das gesamte Kampffeld in den Risikobereich, in welchem sogleich ein Spukball folgte und Aurora aus dem Ring stieß. Kel hatte sich das Duell genau angeguckt und hatte ein oder zwei wichtige Dinge bemerkt. Erstens, er hatte keine Chance. Und das war's an sich auch schon. 1:0 für uns, natürlich. Unsicher trat Kel in den Ring. Er wusste, er konnte sich nun nicht drücken, auch wenn er es noch so sehr wollte. Die einzige Möglichkeit, die ihm blieb, war es hinter sich zu bringen. Seraora trat ihm im Ring gegenüber mit einem wohl ähnlichen Gedankengang. Also, bringen wir es hinter uns. Sofort griff er mit einem elektrisierenden Hieb an, auf welchen Kel kein bisschen vorbereitet war. Anstatt über das ganze Feld geschleudert zu werden, verblieb er auf der Stelle. Zunächst war er verwirrt, wusste nicht, ob Seraora wirklich gewollt hatte, dass dies geschieht. Doch erst als er versuchte, sich zu bewegen, fiel ihm auf, wie schwer es ihm fiel. Damals wusste er noch nicht genau, was dieser Zustand war, doch auch er lernte noch, dass es sich um Paralyse handelte. Seraoras Gesichtsausdruck verriet alles, was Kel wissen musste. Es lief genau, wie Team Slashs Teamleiter es wollte. Bevor Kel es ahnte, verschwand sein Gegner einfach ins Nichts. Und ein Hieb traf seinen Rücken. Es war nicht nötig, sich umzuschauen, damit Kel wusste, wo genau er sich nun befand, denn er spürte die Schwerkraft, welche ihn zu Boden presste. Zunächst entschied er sich, blind zu rollen, einfach darauf bedacht, nicht sofort von irgendeinem Angriff getroffen zu werden. Jedoch, kaum war er zur Seite gerollt, spürte er einen starken Tritt in seinen Magen. Allerdings, sonderlich stark war er auch nicht wirklich, genauso wenig wie gezielt. Es war nicht kräftig genug, um Kel überhaupt von der Stelle zu bewegen.
Ein lautes Knallen ertönte und als Kel sich umsah, erblickte er Seraora, welcher außerhalb des Kreises auf dem Boden lag. Du hast gewonnen, Kel! Unfassbar! Alles an Seraora strahlte immensen Zorn aus. Unfassbar! Das war nichts als Bullshit! Warum zur Hölle würde man blind in Richtung des Feindes rollen? Nur deswegen bin ich über ihn gestolpert! Während der Anführer des Teams seine Emotionen spielen ließ, versuchte Sorak ihm die Lage analytisch zu erklären. Du bist gegen ein Pokémon angetreten, welches nie zuvor einen Ringkampf bestritten hat. Hast jedoch das Denken eines erfahrenen Kämpfers erwartet. Schlechte Entscheidungen werden gut, wenn man nicht mit ihnen rechnet. Mir scheißegal, woran es lag. Los, Runde 3, in den Ring, alle beide! Kel wollte sich gerade wieder in die Mitte des Ringes begeben, immer noch etwas verwirrt von dem, was geschehen war, als Aurora ihn stoppte. Tritt erst einmal aus dem Ring, Kel, das wird die Paralyse stoppen. Das Fukano tat, wie ihm gesagt wurde, und spürte sofort, wie sein Fell aufhörte zu knistern. Anschließend stellte er sich wieder in den Ring, direkt neben Aurora. Also los! Keine Gnade! Sorak schien ein Stichwort zu erkennen und nutzte sofort eine tückische Attacke für Kämpfe wie diesen. Erdbeben. Sie ließ sowohl Aurora als auch Kel stürzen, während Seraora wieder wie im Nichts verschwunden war. Kaum war das Erdbeben verklungen, erschien Seraora wieder und traf mit einem großflächigen Hieb sowohl Aurora als auch Kel. Beide Mitglieder des Teams fanden sich sofort im Risikobereich wieder, in welchem sie sogleich von Spukbällen Soroaks erwartet und aus dem Ring gestoßen wurden. Erbärmlich! Und ihr denkt wirklich, ihr könnt in der Liga etwas erreichen? Aurora richtete sich auf, optimistisch, wie eh und je. Es war unser allererster Ringkampf. Ich erwarte nicht, dass wir diese Saison schon irgendetwas erreichen. Es wird lange dauern, aber wir dürfen doch träumen. Außerdem, wenn wir so schrecklich sind, weshalb haben wir dann diese dritte Runde gehabt? Als Kel diese Worte so leichtsinnig hörte, erwartete er einen Ausbruch des mystischen Pokémon. Doch tatsächlich schien seine Rage nachzulassen. Nun, wenn euch bewusst ist, was für ein weiter Weg es ist, dann kann ich eure Träume noch eher akzeptieren, aber bildet euch nichts auf diesen Kampf ein. Wir alle wissen, dass ihr nur durch meinen Leichtsinn eine Runde gewonnen habt. Natürlich wissen wir das. Ich habe ja nicht einmal bemerkt, dass ich gewonnen hatte. Es schien kein Interesse mehr an einer weiteren Diskussion zu bestehen. Deshalb nickte Seraora bloß noch kurz. Bevor er die Arena verließ, Sorak dicht an seinen Fersen. Nachdem nun beide Pokémon verschwunden waren, wandte sich Aurora an Kel. Siehst du, es war ein voller Erfolg, wie ich mir schon gedacht habe. Der Angesprochene entschied sich, seine Gedanken unausgesprochen zu lassen, denn er erkannte nicht wirklich, weshalb dieser Kampf ein Erfolg gewesen sein sollte. Wir können entweder weiter trainieren oder für heute Schluss machen. Was denkst du? Ich habe mehr als genug. Lass uns zurückkehren. Offensichtlich war dies nicht die Antwort, welche Aurora sich erhofft hatte. Aber wir müssen doch trainieren, um die Liga zu erklimmen. Es ist, wie Seraora es sagte, keine leichte Aufgabe. Trotzdem ist heute unser erster Tag. Außerdem bin ich diesem Team beigetreten, um zu lernen, mich zu verteidigen. Unsere Platzierung ist für mich ehrlich gesagt scheißegal. Auch diese Aussage war eindeutig nicht, was Aurora selber dachte, doch sie entschied sich, dass sie es sich nicht direkt mit ihrem Teampartner verderben wollte. Meinetwegen, aber morgen trainieren wir mehr als heute. Okay, dann gehen wir. Somit verließen Aurora und Kel den großen Turm nach ihrem ersten Tag als offizielles Team. Doch was sie nicht wussten, war, dass das Abenteuer nun wirklich beginnen würde.